Ja, das ist der Beruweler Fischmarkt. Das ist einer der größten in Sri Lanka. Da haben wir auch den Fischkopf geholt. Ja, muss man einmal essen, so gut durchblutet, weil da die Kiemen oder weil der Kopf sich konstant bewegt. Dadurch ist der Muskel sehr zart. Genauso. Ja, und deswegen machen wir Fischkopf-Curry. Die Jungs wollen Scampi und Calamari. Das ist Jerome, der Sohn von meiner Schwester, der Kleine. Und das ist Chatou, Elias und Finn. Und hi, also die machen in Hamburg so eine Foodtruck-Geschichte. Ja, und die sind hier auf Bildungsurlaub, oder? Mhm. Aber jetzt haben sie immer noch nicht verstanden, Curry oder gebraten? Nee, gegrillt. Gegrillt, okay. So lange gebacken. Wir hatten auch einfach Bock mehr auf geiles Streetfood. Ja, ich einfach mit. Ich schiel die Karotten. Ja, manche sagen Scampis, manche sagen Gambas. In südlichen Ländern meistens Gambas genannt, weil es ist Gamberetti, das ist die italienische Bezeichnung für Krabben, glaube ich. Und hier sagen Scampis und das ist eigentlich letztendlich alles das Gleiche, ist nur andere Bezeichnung. Und die Jungs haben das mariniert. Finn, das geht gleich in deinen Magen. Nicht da reinlegen, das ist zu lecker. Ich glaube, das Bar. Ist auf Singalesisch mit Haut und Schade. Ja, das ist mein Papa. Dass man die Metten nicht mit in den Drink macht mit der Schale, weil sonst werden die bitter. Das hat Papa mir beigebracht. Das ist meine älteste Tochter. Und die ist auch jetzt hier. Und ja, mit ihr machen wir auch noch mal eine Session. Ja, da freue ich mich schon drauf. Gin. Maracuja-Saft, Limettensaft, frisch gepresst und Eiswürfel. Das Schwierige an den Calamari ist, finde ich, das Saubermachen. Das ist eben wirklich mühsam und viel Arbeit. Aber wenn das sauber ist und alles, diese ganze Innereien und ganze Schleim alles weg ist und die Haut aufgeschält ist, dann, wenn man das zubereitet, dann schmeckt das wunderbar. Also das ist ein wunderbares Fischgericht. Und die Jungs haben das mariniert, die Marinade abgesiebt, im Öl gebraten und dann reduziert, bis diese Bratflüssigkeit raus ist und dann nochmal mit der Marinade abgelöscht. Richtig schön Calamaris, da freue ich mich schon drauf. Ja, der Holzer hat 70 Rupien gekostet, das sind ungefähr 34 Cent. Fried Rice brauchen wir Karotten, Lauch, hier haben wir Lauchzwiebeln und Chili, Zwiebeln. Das ist wunderbarer Samba-Reis. Da war zu wenig Salz drin und deswegen hat er nochmal Salz im Wasser aufgelöst und wieder geträufelt. Mit einem Holzlöffel schön umrühren, damit er unten und oben die gleiche Temperatur hat. Die Basis ist der gut gekochte Reis für den Fried Rice und dann wird das Gemüse angebraten. Bei scharfer Hitze und dann kommt der Reis dazu und dann wird das schön vermengt und dann hat man einen schönen Fried Rice. Ja, Knoblauchbutter gibt es kein Rezept. Ja, es ist sehr viel Knoblauch, was sie da gemacht haben. Jetzt will ich ganz kurz ablösen, Arina. Knoblauch? Ja. Das war eine Hilfsschwäche bei mir. Halte Ordnung und liebe sie. Sie erspart dir Zeit und Mühe. Genau das habe ich von meinem Küchenchef gelernt. Wenn ich nicht meine Ordnung halte, darf gleich eine Ohrfeige. Zack. Das war noch
Ja, auf jeden Fall lachst du, ne? Zimtstange rein, Curryblätter, ein bisschen Knoblauch, Chilis, Tomate, Zwiebeln, Zitronengras und ja, wird bestimmt lecker schmecken, aber wir sind ja westlich und verwöhnt, wir essen keinen Fischkopf, das hier für die Einheit. Ingwer kommt auch noch dazu. Also Leute, freut euch, wenn wir den Jungen nach Hamburg bekommen, der wird eure Gaumen beglücken. Fleisch und Fisch wird immer vorher gewürzt. Fischkopf, alle schreien TikTok oder das Hippie-Tipp. Ich hab auch noch die Scampis mit und den Fried Rice. Wir leben in Sri Lanka hier das Highlife. Ja, dann muss mir das Wasser hin und zusammen. Ich schmorde Fischkopf-Curry. Ein bisschen Köcheln. Kann man die wunderbar essen. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Jetzt nicht unbedingt auf das Fischkopf-Curry, aber Scampis, die lachen mich auch schon an. Das ist ja ein Riesenkopf hier gewesen. Das ist kein kleiner Fisch, so ein kleiner Kopf. Das war der Fischkopf war so groß, circa, glaube ich. Den klein geschnitten, da ist schon eine Menge Fleisch drin. Wer Fisch liebt, der liebt auch Fischkopf. Ja, in Sri Lanka wird fast alles mit den Händen gegessen. Wer das nicht kennt, sollte das mal ausprobieren, gerade bei Reis und Curry, wenn du das isst, dann fühlt man das Ganze. Gerade bei Scampi muss man mit Händen essen, weil du sonst die Schale nicht abkriegst. Mit Messer und Gabel kann man das auch machen, aber das dauert wahrscheinlich 2-3 Stunden, bis du 15 Scampi da aufgegessen hast. Ich esse das, wenn das so kleine Scampi sind, wie die jetzt gemacht haben, esse ich das meistens mit Schale.